geht's. Also, ich habe mir jetzt überlegt, wie wir das schaffen. Also, so schaffen wir es einfach nicht. Deswegen, normal steht es auf Mittel. Wir stellen es jetzt einmal auf leicht. Und. Zeigt mir, was ihr da habt. Werden das so. So ist der. Was ist los? Werdet ihr müde? Schwierigkeitsunterschied. Viel einfacher. Also, da ist ein sehr großer Unterschied drin. Mal eben. Ja, mitnehmen, mitnehmen. Wo sind die? Oder hinten hört sich das an. Tut euer Schlimmstes. Ah, da. Das hört er durch eben so dicht. Kann ja sein, dass die. So. Ich habe alle Vampire in der ausgeplünderten Mine getötet. Ich sollte zum Schrein zurückkehren. So. Pfeile. Bogen des Frosts, auf jeden Fall. Eisen. Nein, Eisenpfeile brauchen wir nicht. Silberpfeile. So. Das hier habe ich davor noch gar nicht entdeckt. So. Ja, also die werden schon schwerer. So. Ah. Schaffe ich das heute noch? Ja. Ja. Ja, und nochmal ja. Ah ja, den hatten wir schon leer geräumt. So, also ich habe schon versucht aufzunehmen heute. Es hat leider nicht funktioniert. Schade eigentlich. Ich war schon ein Stück weiter und dann ist mir aufgefallen, dass Traps überhaupt nicht aufgenommen hat. Ist zwar blöd, aber kann man jetzt nicht ändern. Deswegen habe ich jetzt von vorne angefangen. Aber ich war jetzt auch nicht so viel weiter. Nee, hier ist falsch. Ja. Also, wir machen jetzt mit der Hauptquest weiter. Eigentlich gehe ich jetzt falsch. Ich glaube, ja. Davor habe ich das ohne Probleme geschafft. Hier rauszufinden. Ja. Ja, jetzt sind wir richtig. Ich will nochmal eben wegen der Rüstung gucken, ob die. Oh, das ist der. Die hat 7 Verteidigung auf Brustharnisch. Wir haben 6, weil die Rüstung auch schon wieder etwas kaputt ist. Ich weiß nicht. Die reizt mich so, die Rüstung, aber. Ich bin jetzt mal wählerisch. Nimm die nicht mit. Wir kümmern uns jetzt um die Mission weiter. Also als erstes müssen wir wieder zum Schrein von Azuras. Und mit Azura reden. Ich danke euch, Sterblicher. Ihre Seelen sind nun frei. Und von nun an sollen über meinem Schrein für immer 5 helle Kerzen brennen, im Gedenken an ihr Opfer. Zum Dank für eure Dienst nehmt dieses Zeichen, auf das eure Tat in das Buch des Schicksals aufgenommen werde. Azura dankte mir, dass ich ihr Anhängerschaft des Frieden des Todes gewährt habe. Sie belohnte mich mit Azura Stern.
Ich habe einen detrischen Artefakt, das Martin für das Öffnungsritual des Portals zu Camarons Paradies benötigt. Ich sollte es zu ihm in den Wolkenherrschertempel bringen. Gut. Das machen wir gleich. Ich bin mal kurz weg. So, ich habe mich noch ein bisschen lauter gedreht. Wir gehen jetzt gleich zum Wolkenherrschertempel. Wir gehen jetzt erstmal zum Marktbezirk und verkaufen jetzt erstmal die ganzen Tränke, die wir nicht brauchen. Kann sein, dass ich während der Zeit etwas leiser werde, weil sich das bei mir irgendwie automatisch runterdreht. Ha, Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Veteranin? Ich, Veteran, nee. Das war doch eine Frau. So, wir verkaufen das jetzt einfach mal vielleicht. Nee. Ach, ist schon zu spät, dann warten wir hier eben bis 10. 8, 9. Was passiert jetzt? Eine Morgenröte. Das Paradies. Aber wir greifen da jetzt nicht ein. Nicht, dass ich noch irgendwie Fahndungslevel kriege, die mich hier einbuchten wollen. Können die schön alleine machen. Wer mich einbucht, der hat meine volle Abneigung. Hören wir uns das einmal an. Oh, ein Silberpfeil, danke. So dämlich, der hat seinen eigenen Kumpan hier in den Rücken geschossen. Naja. Wir wollten jetzt das verkaufen. Verkaufen das jetzt einfach mal hier. Wir haben nämlich so viele Zaubertränke, ist mir aufgefallen. Habe ich jetzt eigentlich schon. Ne, das habe ich noch nicht wieder zurückgestellt. Also machen die. Das bleibt jetzt auf Leich, als Mittel. Und wenn dann mal wieder so ein schwerer Teil kommt, dann machen wir wieder auf Leicht, weil das soll sich nicht so in die Länge hinziehen. Du bist den Rindiers Stäben. Schön. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel. Ach ja, ich wollte ein paar Tränke verkaufen. Wo kann man denn hier Tränke verkaufen? Hier können wir mal gucken. Wie schön euch zu. Göttliche Eleganz. Was wollt ihr? Verkaufen. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Nee, das können wir auch nicht verkaufen. Wiedersehen. Vielleicht, da kann man vielleicht Tränke verkaufen. Wir gehen jetzt jeden Laden durch. Edgar Wautre. Schön. Kommen wir zum Geschäft. Ach, hier kann man sich Zauber kaufen. Kann man sich hier vielleicht irgendwie Scamp beschwören. Kostet. Scamp für 20 Sekunden. Seht euch vor. Hier kann man auch nichts verkaufen. Das ist blöd. Also ich habe gehört, also ich möchte mir auf jeden Fall jetzt einen Zauber kaufen. Womit ich... Da liegt ja noch ein Toter. Nochmal, paar Silberpfeile. Danke, danke. Nee, das sind Buchladen, das ist ein Krempelladen. Hier, das ist ein Gasthof, da kann man bestimmt Tränke verkaufen. Ja, das sieht hier auch so... Was? ...tränkig aus. Etwas Essen und ein guter Schluck werden euch sicher gut tun. So. Brauchen wir nicht. Ein guter Preis für einen guten... Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Solche Geschäfte mache ich nicht.
Ach, er hat nicht genügend Gold. Das ist... Da könnte man nur Teile verkaufen. Was macht der? Magika wiederherstellen brauchen wir nicht. Festigt Glück, glaube ich, brauchen wir... Nee, brauchen wir nicht. Das klingt nach einem Ange... Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht, das entzieht uns so viel. Intelligenz. Das klingt nach einem angemessenen Preis.